Sind Sie bereit für eine Exkursion? Okay, dann lehnen Sie sich zurück. Es geht jetzt zum roten Planeten, dem Mars. Vorsicht, ich öffne das Schott. Jetzt. Wir befinden uns jetzt 450 Kilometer über der Marsoberfläche. Dies sind Live-Bilder aus der Mars-Umlaufbahn. Der Mars entstand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren durch Zusammenballung kleinerer Körper innerhalb der protoplanetaren Scheibe zu einem Protoplaneten. Der Mars verdankt seine rote Farbe den Eisenoxiden, die sich auf der Oberfläche und in der Atmosphäre verteilt haben. Die Marsatmosphäre besteht zu 95,3% aus Kohlendioxid. Der Rest enthält Stickstoffe, Argone, geringe Anteile an Sauerstoff und Kohlenmonoxide sowie Spuren von Wasserdampf. In ferner Zukunft versucht man durch Terraforming, den Mars in einen bewohnbaren Planeten umzuwandeln. Doch bis das geschieht, müssen noch viele Mars-Missionen durchgeführt werden und neue Antriebe entwickelt werden. Da unten sehen Sie das Kasai Wallis. Es ist mit einer Gesamtlänge von 2500 Kilometern die größte Schlucht des Mars. Ich hoffe, Ihnen hat der Ausflug zum Mars gefallen. Bis zum nächsten Mal.